Moin ihr da draußen und willkommen zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Odyssey. Ja, wir sind noch auf Kefalenia, aber gleich nicht mehr. Liste ist mittlerweile rot. Oh, die Liste ist rot geworden. Wahrscheinlich, weil wir es erledigt haben oder so, keine Ahnung. Wir haben eine Aufgabe erledigt und ein Schiff haben wir jetzt. Schnauze hier. So. Gut, ich gucke mal, ob die Aufnahme jetzt läuft. Ich habe ein bisschen was gemacht, getan, sonst was. Und ja, hier ist unser Freund und Helfer. Das ist wohl unser Schiff. Alter, das wird gleich so laggen wahrscheinlich. Das wird gleich so fett laggen. Ich schau mal ganz kurz nach, habe ich sonst noch was hier zu erledigen? Nein, ne? Was ist denn hier eigentlich drin? Grazie, Grassos? Was? Was ist denn da oben? Ist da Blut? Ne, sind nur Tonscherben. Hier ist sonst auch nichts zu holen, schade. Ich dachte, am Anfang hatten wir auch was, wo wir dann hochgegangen sind. Da konnte man was holen. Aber es ist hier wohl nicht der Fall. Okay. Dann würde ich sagen, auf geht's zu unserem Kollegen und wir starten mal rein. Bereit, wenn du es bist. Warte! Warte auf mich, Cassandra! Ich hab gepackt und alles! Du willst mitkommen? Wenn du gehst, gehe ich auch. Ah. Ja, beide sagt schon mal nein. Du bist zu jung oder Kefalenia ist dein Zuhause? Komm, wir nehmen das zweite. Kefalenia ist der einzige Ort, den du kennst. Und du willst ihn verlassen? Das würde ich, wenn ich dafür bei dir bleiben kann. Du kannst nicht an diesen Ort mitkommen. Das muss ich allein machen. Und wer wird dir Gesellschaft leisten? Ich komm klar. Wenn ich nicht mit darf, dann nimm Chara. Chara? Mein Adler. Meine Freundin. Mutter hat sie mir gegeben. Jetzt ist sie deine Freundin. Und es ist fast so, als wäre ich bei dir. Weißt du? Damit du dich an mich erinnerst. Danke, Phoebe. Außerdem kann ich mit Kina spielen, weil du sie gerettet hast. Überfordere sie nicht. Sie ist vielleicht noch geschwächt vom Fieber. Aber du musst versprechen, dass wir uns wiedersehen. Natürlich. Aber ich habe gerade gesehen, es hat schon wieder geleckt. Es tut mir wirklich leid, dass es nicht so funktioniert, wie ich gerne hätte. Naja. Wir sehen uns wieder. Auf jeden Fall sehen wir uns wieder. Versprochen. Wir werden uns wiedersehen. Halt dich bis dahin aus allem Ärger raus. Mach ich. Keine Sorge. Na gut, du kannst jetzt abreisen. Und kann sie wieder auspacken. So. Cassandra! Du verlässt Kefalenia, ohne dich von deinem Markus zu verabschieden? Sag mir, dass das nicht wahr ist. Nun, du bist hier. Also ist es nicht wahr. Auf Wiedersehen, Markus. All die Jahre als dynamisches Duo. Ich finde nie Ersatz. Naja, vielleicht suche ich mir irgendwann jemanden. Aber das wird nicht einfach. Komm schon, umarme deinen Partner. Nein! Oh, komm, ja, komm, einmal. Na gut, komm her. Ja, komm her, du. Oh, ich werde dich vermissen, Cassandra. Danke, Markus. Ich dich sicher auch. Und was hält die Zukunft für dich bereit? Wein natürlich. Obwohl, man weiß nie, ob die Reben eingehen. Ich bin immer für ein neues Abenteuer bereit. Apropos Abenteuer, ich habe einen Auftrag für dich, liebe Phoebe. Ein Abenteuer? Ja. Oh nein. Sie tritt bereits in deine Fußstapfen, nicht wahr, meine Beste? Lieber nicht. Bist du bereit? Ich bin bereit. Wir haben alles gemacht. Ich wollte jetzt nichts kaufen. Gehen wir. Bereit zum Ablegen. Es wird höchste Zeit. Gut,
Das Meer wartet weder auf Männer noch auf Frauen. Es wird Zeit. Schönes Schiff. Gut. Welchen Kurs nehmen wir? Wohin in dieser großen, schönen Welt will die mächtige Cassandra fahren? Megaris. Megaris? Dann segeln wir in einen Krieg. Mein Auftrag ist, den Kopf eines Feldherrn zu nehmen. Von wem? Man nennt ihn den Wolf. Der Wolf? Wer will den Tod von Nikolaos von Sparta? Nikolaos von Sparta? Ist er? Nein, das ist ihr Vater. Das Orakel hat gesprochen. Um Sparta zu retten, muss dieses Kind sterben. Das kannst du nicht zulassen. Bitte, er wird nichts Schlimmes tun. Er wird uns helfen. Er wird uns führen. Alter, was? Nein! 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 Sie hat ihn getötet! Los, runter! Zahl für ihre Ehelosigkeit, für das Leben, das sie verwirkte. Sie ist keine Spartiatin, Nikolaus! Nicht! Hör nicht auf sie! Nikolaus! Hör nicht auf sie! Nein! Nein! Hör nicht auf sie! Nikolaus! Wieso? Pater! Nikolaus! Halt! Nikolaus, sieh mich an! Sieh mich an, Nikolaus! Nicht! Hör nicht auf sie! Dein Blut ist verschmutzt! Befreie dich von diesem Gift! Pater? Was? Bring mich nach Megaris. Sofort. Aber ich verstehe nicht. Von allen Orten über die Helios wacht. Warum sollen wir da unseren Hals riskieren? Der Wolf von Sparta ist mein Vater. Es war so klar. Es war so klar, dass das passiert. Und das war erst der Anfang. Denn Ubisoft präsentiert Assassin's Creed Odyssey. Und ich habe jetzt keine Worte mehr dafür. Es geht nichts über eine Brise. Muss ich das Deck die ganze Zeit bewegen? Ich weiß die Gelegenheit, um eine echte Seefahrerin aus dir zu machen. Oh, und welche wäre das? Als mich der Zyklop in das Fass drückte, stahlen seine Piraten meine Fracht. Ich kenne ihr Schiff und weiß, wohin sie wollen. Lass uns die Fracht zurückholen. Gut. Bei der Gelegenheit werde ich mir ansehen, was du und deine Mannschaft so können. Wunderbar. Dann legen wir los. Mal sehen, wie sich die Segel halten. Alles klar, die große Bucht, mein Lieben. Da ist auf jeden Fall was da.
Mehrere Quests habe ich jetzt angenommen. Was haben wir denn hier? Tagieren? Lagern. Ah, ich kann lagern. Wir lagern auf jeden Fall mal... Komm, das lagern wir mal. Wir lagern auch mal die hier. Und auch mal die hier. Ich weiß gar nicht, wie viel können wir denn lagern? Ah, insgesamt immer 4 Stück von jeder, so alles klar, okay. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ausrüstungskapazität, Lagerkapazität. Gut. Schiffsfracht. Nutze den Frachtraum deines Schiffes, um unbenutzte Ausrüstungsstücke zu lagern, die du behalten möchtest. So, wollen wir gehen erstmal über Bord und schauen uns erstmal das Boot an. Erstmal die Leute hier, ne? Alles klar, alles klar, alles klar. So, was haben wir hier? Kein Rot mehr und Kopfgeld für Handelsschiffe. So, Auftrag. Empfohlene Stufe 7. Unser Meer und unser Land sind mit einer mit der roten Plage verseucht. Tötet diese Spartaner. Ja, ein Tag, 21 Stunden und 2 Minuten haben wir dafür noch Zeit. Könnte echt eng werden. Kopfgeld für Handelsschiffe. Was für eine elende Abmachung sind diese Händler eingegangen, damit sie in unseren Gewässern so dreist sein können. Wenn Poseidon sie nicht selbst holen will, ich bin heute fürs Lesen einfach zu kacke, tut mir leid. Was für eine elende Abmachung sind diese Händler eingegangen, damit sie in unseren Gewässern so dreist sein können. Wenn Poseidon sie nicht selbst holen will, müsst ihr sie zu ihm schicken. So. Wir machen erstmal das hier. Komm, nehmen wir einfach beide an. Oh, mehrere Quests angenommen. Alles klar. Eins haben wir da. Okay. Also da haben wir die Hauptquest. Das sind wir die wir derzeit verfolgen. Mir gefällt das Boot. Mir gefällt das wirklich sehr, sehr gut. Und ich würde sagen, wir gehen erstmal auf die Map und schauen erstmal nach. So. Hier wäre Einarbeitung. Zerstöre das Schiff und besorge Barnabas Lieferung. Aber wir haben unter Quest hier neue Sachen gesammelt. Und zwar das hier. Rätsel mit Narrenkampf. Sie wollen Blut. Oh, okay. So, das sind die Arena-Kämpfe. Ja, genau. Das haben wir hier noch. Wo ist denn bitte das? Oh, Entschuldigung. Das ist auch da. Ja, gut. Also wir wollen... Wo will sie hin? Megaris. Es ist für uns sogar die nächste Stufe Tatsache. Hier, dann dahin. Dann hierhin mal eben. So für zwischendurch, weißt du? Hierhin. Alter, geht's ja noch weiter. Alter, willst du mich verarschen? Echt jetzt? Kein Rot mehr zerstöre spanische Schiffe in der ganzen griechischen Welt. Tötet spartanische Soldaten in der ganzen griechischen Welt. Alles klar. So, was können wir für Kommandos geben? Das Treibboot könnte nützlich sein. Jo, alles klar. Verlangsamen! Wie geil! Delfine! Wie geil! So, ich muss das Ganze mal eben kurz unterbrechen. Rätsel mit der Narrenkap. Okay, das ist das, was ich gerade gesehen hatte. Das war nämlich die Ecke da hinten. Lenken die Delfine mit? Tatsache. Alter, jetzt geht's los hier, Felix. Da ist der Insel. Bereitheit zum Feuern!
bin mir nicht sicher, welches Boot wir an. Langsamer jetzt! Okay, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Einarbeitung, das ist das, das Ziel verfolgen wir jetzt erstmal. Das ist das. Alles klar, auf geht's. Jetzt geht's los, die Delfine hauen schon ab. Sie wissen, was jetzt kommt. Schützen! Bereithalten! Ein bisschen näher, Ah, ich komm nicht ran! Wir müssen näher ran, meine Lieben. Wir brauchen die Schützen! Jetzt angreifen! Na los, noch ein Versuch! Gleich werden sie schießen! Sie schießen auf uns! Okay! Zurück auf Position! Oh oh, wir rammen sie, Gleich schießen sie auf uns! Okay, mit W rammen. Ich habe ein paar gute Männer im Gefecht mit diesen Piraten verloren. Alter. Die See ist gefährlich. Jetzt, da sich Sparta und Athen an die Gurgel gehen. Wir müssen weitere Seeleute für die Mannschaft anheuern. Lass uns mit dem besten Schützen anfangen, den ich kenne. Er wird unentbehrlich für uns sein. Wann können wir ihn treffen? Nun, du wirst ihn überzeugen müssen. Wie meinst du das? Hol ihn an Bord und ich überrede ihn. Ein paar Drachmen sollten es ihm schmackhaft machen. Ich soll ihn also bewusstlos schlagen? Nein, nein. Stell ihn nur ruhig, das sollte reichen. Dann bringst du ihn auf das Schiff und wir unterhalten uns. Alles wird gut, das versichere ich dir. Gebiet nicht verfügbar. So, Spalten. Spaltest du ein Schiff in zwei Teile, wird dein Schiff teilweise repariert und erhältst zusätzliche Ressourcen neben dem fürs Versenken. Alter, ich mag das mit dem Schiff. Ich finde das richtig geil gemacht. Was? Reisegeschwindigkeit, das ist schön. So, das sind die Spartaner. Echt? Da sind noch welche. Auf geht's! So schnell es geht! Schützen! Malaka! Oh oh! Es ist Feuer bereit! Holy moly! Bogenschützen! Vor! Sie schießen gleich! Da kommen sie! Sie schießen sehr runter! So, gib alles! So, entern einleiten. Wir gehen an Bord. Auf geht's, meine Lieben! Auf geht's, meine Lieben! Oh, das ist ein besserer Kollege hier. Einmal. Der ist schon weg. Ist noch der hier übrig?
Da kommt noch einer. Jetzt nicht mehr. Aufheben, aufheben. Kann ich etwas durchsuchen? Aber wir haben auf jeden Fall wieder wichtige Leute verloren. So, jetzt müssen wir aber ganz schnell beide reden. Wie man sieht, das Gebiet ist ja nicht verfügbar. Alter, das ist aber auch... Verlangsamen! Wir segeln einmal hier mal kurz zur Kurve. So, einmal rum. Weil das, was da lag, das will ich auch nochmal eben schnell holen. Ja. So, meine Lieben. Einmal hier rum. Schön. Okay, wir schauen mal auf die Karte. Was haben wir denn auf der Karte jetzt? Wir haben das Ganze... Oh, wir haben... Schifftechnisch haben wir jetzt auch was hier. Die Schiff... Bist du ja auch... Ah, die Adrastea. Das Adlerbild war ein Glücksomen für seinen Träger und gleichzeitig ein schlechtes Omen für jene, die es sahen. Seit Homers Erzählung über die belagerte Stadt Troja... in der Ilias hatte dieses Bild großen Symbolcharakter. Meine Fresse, was ist denn heute los in der Folge? Ah, wir haben ja hier auch schon ein spezial neues Schiff. Ein bisschen besser gerüstet. Ist aber nur Aussehen, oder wie? Stimmt, das ist die Adrasteia und das ist die Algokereus. Dann nehmen wir mal die... Ah. Mir gefällt das hier besser. Mit dem Drachen und so. Passt das irgendwie besser zum Setup. Barnabas Mannschaft. Wir gucken mal, was haben wir hier? Ah, wir haben hier andere Soldaten. Die man nehmen könnte. Und hier können wir aufwerten. Verbessern können wir hier nur nix. Ah, fehlt uns das Holz? Tatsache, es fehlt uns das Holz. Uns fehlt halt überall das Holz. Ach, schade. Schiffszustand. 19.339, so, Mann, jetzt habe ich es endlich, gut. So, wir schauen mal ganz kurz im Inventar nach. Wir haben einen neuen Bogen bekommen. Gut, Stufe 6 ist das Ding nur, brauchen wir also nichts zu machen. Wir haben aber Chancengleichheit im Beruf. Empfohlene Stufe 7, Barnabas Schiff war unterbesetzt und er wollte neue Leute anheuern. Cassandra beschloss, dass sie sich selbst um das Anwerben neuer Besatzungsmitglieder kümmern würde. Rekrutiere die besten Schützen im Lager der gestrandeten Piraten. Das Lager befindet sich auf einer Insel vor der Küste von Phokis. Sie ist südlich von den heiligen Landen des Apollon. Am Ufer der Insel liegt ein Schiffswrack. Geil. Kapitän, Ruder bereit! Ihr könnt euch rühren! Was zum... Ich sehe Treibboot! Erschreckt mich doch nicht so. Eine kleine Insel vor Phokis. Das ist also die Insel da. Ah, die kleine da. Sollte ich noch hinbekommen? Ich kann nur eine Folge heute leider aufnehmen. Ich habe schon gesehen, dass es ja wieder geleckt hat, kurzzeitig direkt am Anfang. Also, nein. Ich weiß auch nicht, ob die Qualität jetzt schon wieder extrem eingebüßt hat. Ruder ins Wasser! Erhöht das Tempo! Batsch erstmal um, kloppenweise.
Boah, statt meinen Körper zu machen, weißt du? Nee. Also hier ist das Schiff, das Wrack, das schauen wir uns mal zuerst an. Navigation unter Wasser, ja gut, kennen wir auch schon. Wir sind ja schon mal getaucht, wir haben ja ein bisschen was fertig gemacht. So, wir schauen uns mal das Schiffswrack an. Ah, hier ist jetzt nichts direkt zu holen. So. Mal schauen, ob hier auf der Insel jemand lebt. Könntest auf jeden Fall schon mal Holz mitnehmen hier. Jetzt weiß ich auf jeden Fall, dass wir das erstmal brauchen, das ganze Zeug. Da war noch Holz. So. Schwupp. Na komm. Das Lager befindet sich auf einer Insel vor der Küste von Focus. Wir sind da. Also wirklich nach einem Lager sieht das hier nicht aus. Südlich von den Heiligen Landen. Dann muss das hier eine andere Insel sein. Warte mal. Hier. Oder. Ich bin übrigens mal sehr interessiert, wie wir mit dem Schiff. Also hier unten wahrscheinlich auch einmal rum. Die Heiligen Lande. Südlich von Focus, das wäre dann glaube ich diese hier. Oder halt die hier. Das könnten die sein. Wir segeln mal hier erstmal hin. Zu der Insel und mal schauen, was dann passiert. Das ist... Da war noch was. Einmal kurz gucken. Da hinten die Insel. Da segeln wir mal ganz kurz hin. Und mal schauen, was wir da so finden. Nicht eindrucksvoll, aber für den Anfang wird es erstmal reichen, würde ich mal sagen. Mal kommen direkt bei ihm hier hoch. Schwuppdi-schwuppdi-schwupp. Wir haben noch gar keinen Grünspan unter dem Boot. Also das Boot muss noch relativ neu sein. So, wir schauen mal nach. Genau, wenn die Frau wieder das Kommando gibt, weißt du, ist er fett auf die Fresse. So. Das ist vernünftig so. Erhöht das Tempo! Da kommen ja schon wieder Leute raus. Da machen wir mal Reisegeschwindigkeit rein. Gebiet nicht verfügbar. Ein Wal! Ein Wal! Nein! Nicht dein Ernst. Dann müssen wir da hin. Mal gucken, ob ich hier auf die Insel komme. Bruder, bereit! Du musst vorsichtig sein. Du kannst von Piraten nur so wimmeln. Ich sollte mir mit Ikaros Hilfe einen Überblick verschaffen. Er findet mein Ziel. Erhören! Der Kapitän verlässt das Steuer! Ach, sehr schön. Ja, komm, da fliegen wir mal. Das ist mein Ziel. Oh, wow. Das war ja, wow, das hat ja gedauert. Gebraucht. Jawohl. Okay, das machen wir aber dann bei der nächsten Folge. Oh, Vögel. Ikaros, Gesellschaft für dich. Da hängt einer. Erstmal gucken, was hier so abgeht. Da ist unser Mann, den wir suchen. Da unten stand jetzt doch keiner mehr rum. Ich dachte, ich hätte noch einen gesehen, aber doch nicht. Wie sieht es denn hier hinten aus? Sind hier hinten auch Leute? Ich sag mal so, mit Wim, es wimmelt vor Piraten. Ist jetzt ein bisschen sehr übertrieben. Das ist übrigens das Schiffswrack.
War da nicht gerade einer? Nee. Ja gut, wir haben jetzt 1, 2, 3. 3 Gegner. Ja, die 3, eine Schatztruhe noch. Und halt den Kollegen, den wir irgendwie zubringen müssen zu uns. Können wir die eigentlich auch markieren? Nee. Oh, ein Wä... Ein Hai. Erstmal verfolgen. Nein. So, alles... Was sind das eigentlich? Händler, alles klar. Das sind Händler? Aber was zum Fick? Krokodilus. Das ist übrigens die erste Variante eines Katamaran. Funktioniert nicht ganz so, aber naja. Wir hier mit unserem kleinen Bötchen. Okay, ja, die Insel machen wir dann bei der nächsten Folge. Ich wünsche euch dann auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Und rufen wir in Ikarus zurück. Die haben gerade Wurst gesagt. So, und dann bei der nächsten Folge gehen wir auf die Insel drauf. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Macht es gut. Tschüss.